Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was ein Browser ist. Das wird kein technisches Video. Dieses Video soll als Zielgruppe Leute haben, ja, die erstmal mit dem Begriff Browser nichts anfangen können und für die Internet nur dieses Symbol auf dem Desktop ist. Damit versuche ich ein bisschen aufzuräumen. So, wir schieben aber als erstes mal den Browser beiseite, vergessen den mal und gucken uns einfach mal ein Telefonnetz an. Das dürfte eigentlich jeder kennen. Wir haben also hier ganz viele Telefone, ganz viele Haushalte und die sind alle irgendwo mit so einer Zentrale, mit so einer Telefonzentrale verbunden. Und ich will jetzt an diesem Telefonnetzwerk teilnehmen. Was mache ich? Ich gehe zur Telekom, mache meinen Vertrag und dann habe ich meinen Vertrag. Dann darf ich telefonieren. Aber ich habe kein Telefon. Was brauche ich also? Ein Telefon. Ich renne in den Mediamarkt oder in Saturn und kaufe mir so ein Telefon. Was kann ich mit dem Telefon machen? Ich wähle hier eine Nummer ein und das verbindet mich dann mit der Zentrale und die verbindet mich dann weiter an ein anderes Telefon. Jetzt sage ich aber, guck mal, das ist ein bisschen alt. Ich will ein bisschen moderner haben. Kaufe ich mir also so ein Telefon. Das ist überhaupt kein Problem. Ich stecke das Telefon einfach aus, stecke das ein. Die Nummer ist schon direkt drinnen, braucht gar nichts mehr einstellen. Telefonier direkt los, funktioniert alles. Dann sage ich, aber der Schnur ist blöd, ich nehme lieber schnurlos. Ist auch überhaupt kein Problem. Altes Telefon raus, neues Telefon rein, perfekt, alles eingestellt. Und wer es gerne mit einem großen Bildschirm haben möchte, hier, da haben wir die große Bildschirmvariante. Ist überhaupt kein Problem. So, warum ist das überhaupt kein Problem? Das ist jetzt die Frage. Ich hoffe, das ist zumindest so als Halbwissen jedem so ein bisschen klar. Telefone funktionieren alle gleich. Also du wählst die Nummer ein, der schickt diese Nummer mit irgendeiner Kodierung. Ich glaube, früher war das so ein Tackern oder sowas, so duck, duck, duck für 3 und duck, 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 duck für 4. Das hat dann hier irgendjemand verstanden und wusste dann, aha, diese Zahlen wurden jetzt eingegeben und ich verbinde dich jetzt dahin. Und dieses Signal vom Telefon, dieses Achtung, ich will jetzt telefonieren, das kann einfach jedes Telefon. Und weil das jedes Telefon kann und das sich auch nicht ändert, ist es überhaupt kein Problem, die Telefone untereinander auszutauschen. Und übrigens, interessant ist ja auch, das Telefonnetz besteht ja nicht nur aus Telefonen, sondern auch aus Faxgeräten. Die haben dieselbe Telefonnummer, aber die Sprache ist irgendwie anders, will ich mal sagen. Also, wenn du ein Faxgerät anrufst, dann kommt ja meistens sowas raus wie. Oder war das gerade ein Modem? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, also da kommt irgendein Kram raus, der von Menschen nicht verstanden wird. Deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn ein Faxgerät versucht, ein Fax an ein Telefon zu schicken. Merkt man nämlich auch nicht. Faxgeräte, wir arbeiten im selben Netz. Die haben sogar auch dieselben Nummern. Aber Faxgeräte können nur mit Faxgeräten kommunizieren und Telefone nur mit Telefonen. Also eigentlich kann auch ein Telefon mit einem Faxgerät kommunizieren, aber da ist der Menschfaktor das Problem. Also der Mensch versteht ja das Faxgerät nicht. Aber ich hoffe, dass klar ist, worauf ich hinaus will. Wir haben ein Telefon, wir haben Fax. Das funktioniert beides in demselben Netzwerk, sind aber trotzdem eigentlich zwei völlig unterschiedliche Sachen. So, und jetzt kommen wir langsam zu den Computern. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt keine Telefone mehr, sondern wir haben jetzt ein Netzwerk aus Computern. Also ein Computernetz sozusagen. Das sieht dann so aus. Am Ende stehen dann keine Telefone mehr, sondern Computer. Und auch wir haben kein Telefon mehr und wir haben auch kein Fax mehr, sondern wir haben einen Computer. So, und auch bei Computern im Netzwerk ist es so, solange die alle dieselbe Sprache sprechen, kann ich mir hier jetzt einen Siemens-Computer hinstellen, ich kann mir einen Apple-Computer hinstellen, ich kann mir einen Dell-Computer hinstellen. Das alles überhaupt kein Problem, weil die alle dieselbe Sprache sprechen. Und jetzt ist es genauso wie auch hier beim Telefonnetz noch so. Wir haben zwei verschiedene, ich sag mal, Technologien. Ich hoffe, das ist nicht zu technisch. Wir haben zwei verschiedene Dinge hier. Wir haben ein Telefon und wir haben Fax. Und die können nicht untereinander kommunizieren. Also der Mensch versteht das Fax nicht und das Fax versteht den Menschen nicht. Und so ist es jetzt auch beim Computer. Der Computer hat, es ist ein bisschen schwieriger zu greifen, weil das einfach nur dieses Ding hier ist. Der Computer hat viele verschiedene Funktionen. Also zum Beispiel, als Beispiel nur, der könnte zum Beispiel eine Faxfunktion haben, könnte auch eine Telefonfunktion haben. Kann aber auch noch die Funktion X und die Funktion Y oder die Funktion Z haben. Hat ganz viele verschiedene Funktionen. Und eine davon ist die Funktion des, ich würde mal sagen, die Funktion des Internets, wie viele es dann noch sagen, soll in diesem Fall bedeuten, er hat die Funktion, eine Webseite aufzurufen.
Ihr gebt Google ein und Google kommt. Ihr gebt www.youtube.com ein und es kommt youtube.com. Das ist so eine, diese Funktion, von der ich rede. Das, so wie du YouTube öffnen kannst, kannst du auch einen Fax verschicken. Das ist von der Funktion her, oder nein, es ist von der Art und Weise her genauso wie du ein Telefon und ein Fax hast. Wir sind im selben Netz, im selben Computernetz, aber wir haben verschiedene Sprachen, will ich mal sagen, für verschiedene Sachen. Und ja, Entschuldigung für das schnelle Hin- und Herspringen. Und so wie wir auch beim Telefon und beim Fax, das sind ja zwei verschiedene Geräte. Die müssen zwei verschiedene Sachen können. Und so ist es auch beim Computer. Du hast diese verschiedenen Funktionen, die müssen verschiedene Sachen können. Aber solange es die Sachen kann, wie beim Telefon, solange jeder versteht, wie ein Telefon funktioniert, kannst du ein Siemens-Telefon nehmen, kannst du ein, was gibt es eigentlich noch außer Siemens? Kannst du also verschiedene Telefone dahinstellen und die funktionieren alle, solange sie dieselbe Sprache sprechen. Und genauso ist es beim Computer auch. Und das ist der Browser. So wie es verschiedene Telefone gibt, gibt es auch verschiedene Browser. Also, Entschuldigung, du hast einen, zum Beispiel den Firefox. Der sieht ein bisschen anders aus, der hat ein paar andere Funktionen. Aber der kann genau dieselbe Sprache, die hier alle auch sprechen. Und dann hast du vielleicht einen Internet Explorer oder einen Microsoft Edge. Das ist auch einfach wieder wie ein anderer Telefonhersteller. Der kann im Grunde alles dasselbe. Vielleicht macht der, vielleicht vom Aussehen her macht er ein bisschen was anderes. Aber die Grundfunktion ist dieselbe, wie beim Telefon. Und du kannst natürlich auch einen Chrome haben. Das sieht, ich wiederhole mich, sieht genauso anders aus, kann aber im Grunde dasselbe. Nur, Achtung, ich springe nochmal. Die Funktionalität ist anders. Dazu vergleichen wir zum Beispiel mal dieses Telefon hier und dieses gerade. Das ist ja offensichtlich ein ganz anderes Display als dieses hier. Vermutlich sieht auch das Kontaktbuch anders aus und vermutlich hast du hier mehr Schnellwahltasten und vermutlich hast du hier überhaupt keine Zusatzfunktionen. Und genau so ist das bei den Browsern auch. Jeder Browser hat seine eigenen Zusatzfunktionen. Kann aber im Grunde dasselbe, genauso wie ein Telefon. Und je nachdem, welche Zusatzfunktionen du magst oder nicht magst, wählst du dann deinen Browser aus. Und das ist natürlich auch kein Problem. Du kannst ja auch zu Hause drei verschiedene Telefone hinstellen und je nach Tageslaune das benutzen, was dir am besten gefällt. So ist es beim Browser auch. Du kannst alle Browser auf deinem PC installieren und benutzt dann heute mal den Chrome und morgen mal den Firefox, je nachdem, wie du es gerade haben willst. So. Ich hoffe jetzt, dass das alles nicht zu schnell war und dass es vielleicht ein bisschen greifbarer gemacht hat, was eigentlich ein Browser ist. Vergleicht es einfach immer mit dem Telefon, was die gleiche Funktion hat, aber also was grundsätzlich das gleiche kann, aber vielleicht so im Detail unterschiedliche Funktionalitäten noch für mich als Telefonbenutzer bereitstellt. Falls das alles überhaupt nicht verstanden wurde, dann bitte. Falls ihr einen YouTube-Account habt, unten in die Kommentare, lasst es mich irgendwie wissen. Dann werde ich versuchen, ein neues Video zu machen, weil ich finde, das ist ein Grundwissen, was zumindest jeder im Kern haben sollte. Weil wir sind wieder bei Telefonen. Jemand, der nicht weiß, was ein Telefon ist, aber telefoniert, das ist nicht ganz so cool. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat was gebracht. Und